Hallo ihr Techies da draußen und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Heute zeige ich euch, wie ihr euren Umweltbonus für Elektroautos beantragen könnt. Zuallererst geht ihr auf die Seite des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle oder ihr klickt einfach auf den Link in der Infobox. Da geht ihr dann auf den Punkt Einzelantrag stellen und es gibt seit neuestem die Möglichkeit, den Antrag über das Nutzerkonto Bund durchzuführen. Wenn ihr euch dort einen Account macht, könnt ihr euch sicherer ausweisen und könnt den Verlauf eures Antrags immer beobachten. Ich persönlich würde es euch empfehlen, weil es einfach viel schneller geht. Es geht aber auch ohne. Scrollt jetzt etwas runter auf der Seite und da findet ihr unten den Punkt Antragsformular. Hier klickt ihr drauf und wenn ihr jetzt hier dieses hübsche Antragsformular seht, dann könnt ihr euch hier anmelden. Wie gesagt, das geht einmal über das Nutzerkonto Bund oder aber auch ohne elektronische Authentifizierung. Solltet ihr euch für das Nutzerkonto Bund entschieden haben, dann könnt ihr euch zum Beispiel mit Elster ausweisen. Das habe ich hier gemacht. Dann müsst ihr dann hier so eine lustige Zertifikatsdatei hochladen und dann seid ihr ausgewiesen und dann ist eure Anmeldung am Ende auch erfolgreich. Wie das Ganze ohne funktioniert, darauf kommen wir am Ende nochmal zu sprechen. Und nachdem ihr euch für eine Anmeldung entweder mit dem Nutzerkonto Bund oder auch ohne elektronische Authentifizierung entschieden habt, dann müsst ihr eure persönlichen Daten ausfüllen in dem Formular. Als nächstes macht ihr Angaben zum Kauf oder Leasing des Fahrzeugs. Hier gebt ihr die Dauer des Leasingvertrags ein und natürlich Informationen zum Auto selbst. In der Infobox habe ich euch auch eine Liste mit förderfähigen Fahrzeugen verlinkt. Das Datum der verbindlichen Bestellung stellt das Datum dar, an dem der Leasing- bzw. Kaufvertrag ausgestellt wurde und ihr solltet es also auf dem Dokument selbst finden. Die Fahrzeug-Identnummer oder auch die FIN findet ihr auf der Zulassungsbescheinigung Teil 2, auch Fahrzeugbrief genannt. Die Erklärung zum Herstelleranteil gibt an, ob ihr den Herstelleranteil der Prämie erhalten habt und diese Info solltet ihr auch in den Vertragsunterlagen aufgeschlüsselt finden. Und unter der Doppelförderung wird festgestellt, ob für das Fahrzeug bereits eine öffentliche Förderung besteht und dies würde die Ausschüttung des Umweltbonus eben verhindern. Und um sicherzugehen, dass ihr das Geld dann auch wirklich bekommt, gebt ihr dann hier noch eure Bankverbindung an. Dann müssen wir hier noch die datenschutzrechtlichen Belehrungen und der persönlichen Erklärung zustimmen und klicken unten auf Weiter. Und wollt ihr die Umweltprämie für ein geleastes Auto beantragen, müsst ihr dann noch folgende Dokumente hochladen. Die verbindliche Bestellung, den Leasingvertrag und die Kalkulation der Leasingrate. Beim Kauf sowie bei gebrauchten Fahrzeugen müsst ihr andere Dokumente hochladen. Es ist aber alles aufgeschrieben, was benötigt wird. Wenn ihr dann unten auf Weiter klickt, bekommt ihr nochmal eine Übersicht der eingegebenen Daten und sind alle Angaben korrekt, könnt ihr den Antrag mit Absenden beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle einreichen. Habt ihr euch nun kein Nutzerkonto beim Bund erstellt, müsst ihr euch nun nochmal ausweisen und dazu erhaltet ihr eine Mail mit einem PDF, das ihr unterschreiben und an anderer Stelle wieder hochladen müsst. Schnell einen Account anlegen ist da wirklich sinnvoller. Ich hoffe, ihr konntet euren Umweltbonus mit diesem kleinen How-To-Video schnell und einfach beantragen. Übrigens bekommt ihr bei einem E-Auto mit einem Netto-Listenpreis von bis zu 40.000 Euro einen Bonus von 6.000 Euro vom Staat. Hat euer Auto noch mehr gekostet, sind es 7.500 und nach dem Antrag hat es bei mir etwa 4 Wochen gedauert, bis ich meinen Umweltbonus zurück hatte. Und damit sage ich Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Video wieder und bis dahin passt auf euch auf und bis dann!